Ja, hallo, hier ist Vegan City, hier ist die Ursi, ich grüße euch. Ja, ich wollte heute mal ein ganz anderes Video machen, und zwar, wie einige von euch wissen, wo wir ja im Moment in einer Ferienwohnung, und ja, wir haben einen klitzekleinen Garten zur Verfügung, aber was man doch eben, sag mal, aus so kleinen Stellen machen kann, das wollte ich euch mal gerne zeigen. Und zwar haben wir hier so einen Schuppen, so eine Rückenwand. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, wäre doch ganz schön, wenn wir die auch noch irgendwie ein bisschen begrünen können und das auch noch sinnvoll. Sinnvoll heißt in dem Falle für mich zumindest entweder was für die Insekten, für die, ja, für die Insekten oder eben auch für uns. Und da sind wir auf die Idee gekommen, mein Freund und ich, dass wir hier Tomatenpflanzen anbauen können. Und zwar, wie ihr seht, haben wir hier dann einfach, schaut mal, wir fangen einfach mal unten an. Wir haben hier Eimer genommen. Und zwar haben wir die einfach mal im Imbiss gefragt, weil ich wusste, die haben doch immer diese Mayonnaise oder diese Mayo-Eimer. Die schmeißen die ja sowieso nur weg. Da haben wir gefragt, ob wir welche bekommen könnten. Ja, konnten wir bekommen. Waren sogar schon sauber ausgespült. Und da haben wir dann einfach unten, sage ich jetzt mal, ein paar Löcher reingebohrt, und damit das Wasser dann halt abfließen kann. Ja, die habe ich befüllt mit Walderde. Also wir haben hier drei Eimer. Die habe ich dann befüllt mit Walderde. Und dann haben wir uns Biopflanzen gekauft. Und ja, schaut mal, da hängt richtig was dran, ne? Also hier haben wir eine Cocktailpflanze. Und ja, wir haben sogar schon welche. Ich habe mal hier das Schälchen hier. Schaut mal, wir haben tatsächlich schon welche ernten können. Hier vorne haben wir eine ganz normale Fleischtomate und da drüben noch mal eine Cocktailtomate. Ja, und wie ihr seht, also wir haben hier einfach ein Band, sag mal, jetzt, also einmal hoch, einmal runter haben wir gespannt, und hier oben noch mal entlang. Hier das einfach in so einem Haken befestigt. Und das Schöne ist, man kann die Tomatenpflanze quasi immer so durchführen, ne? Also dass die dann von selbst hält. Also ich habe weiter jetzt die nicht irgendwie festgebunden und so, sondern ich habe die immer nur so drum zu. Ja, oder sagen wir zwischendurch gewunden. Ja, und das Einzige, was man muss, ist so ein bisschen ausgeizen. Das heißt also, die Zwischentriebe, die dann kommen wollen, rausnehmen. Hier unten habe ich sie wachsen lassen, weil ich denke, naja, was sich da bildet, ist okay. Und ja, und ich finde das eine ganz prima Idee, sage ich jetzt mal, auch für den Balkon oder so, oder da, wo man eben wenig Platz hat. Also die einzige Möglichkeit, oder was schön wäre, wenn man jetzt irgendwo, sagen wir mal, so eine Möglichkeit hat, wo man diese Haken rein schrauben kann. Und ja, wir haben sie jetzt auch mal richtig groß werden wachsen lassen. Also wie ihr seht, die hat es also ganz wild vor. Also die wächst hier also und wächst und wächst und wächst. Ja, ein bisschen putzig ist das. Die hat ja eine bisschen merkwürdige Fruchtanordnung, ne? Also wie ihr seht, die hat da, ne, quasi hier unten hat sie, fängt sie mit dem ersten Fruchtansatz an, dann hier den zweiten, dritten, vierten. Hier ist irgendwie ist der abhanden gekommen, fünfte. Und dann hier sechste, und da bildet die weiter. Da habe ich gedacht, okay, das kommt, und macht ja auch einfach Freude und Spaß, ne? Siehst du, und so hat man ein bisschen was Grünes, und so kann man eben auch aus kleinen Ecken was machen. Dazu sagen kann ich, dass hier relativ viel Schatten ist. Also die kriegt jetzt, kriegt sie im Hochsommer, kriegt sie hier morgens bis mittags ein bisschen Sonne und dann halt die Abendsonne. Aber seht, immerhin, ne? Ist was geworden. Ja, und dann kann ich euch noch zeigen, schaut mal, wir haben hier eine Wacholderbaum, und daneben steht eine Blutbuche. Und ja, hier ist es eben, wie gesagt, sehr schattig. Hier haben wir dann auch Wasserstellen für unsere Vögel. Und hier habe ich dann auch, habe ich gedacht, okay, was es wird, das wird es eben einfach. Da habe ich hier dann angefangen, hier mit, habe ich einfach Pfefferminze, dann eine Paprika hingesetzt. Die trägt wahrscheinlich doch, da kommen jetzt ein paar Blüten. Und da vorne, guck mal, das hier ist mal ganz was Witziges. Und zwar habe ich da ja, Buchweizen, der mir dann doch mal misslungen ist, oder den ich einfach zu lange stehen hatte, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls konnte ich den Buchweizen, den gekeimten, nicht mehr verwenden, und habe gedacht, ach, können sich die Vögel holen. Schaut mal, da ist richtig jetzt, sag mal, Buchweizenpflanzen sind entstanden. Und ja, bilden so ein bisschen, sage ich jetzt mal, hier einen netten Hintergrund. Also mit den weißen Blüten, jetzt ist doch ganz hübsch, ne? Ja, und ein weiteres Video kommt noch, was wir denn sonst noch so in unserem kleinen Gärtchen zu wachsen haben. Und ich hoffe, dass dies mit den Tomaten für den einen oder anderen eine Inspiration ist. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren, ist ja kostenlos. Dann kriegt ihr immer, sag ich jetzt mal, eine Mail, sag ich jetzt mal, dass wir ein neues Video hochgeladen habt, und verpasst dann nichts weiter. Okay, dann wünsche ich euch einen herrlichen Tag. Bis zum nächsten Video, eure Ursel.